Die Grafik in Fortnite hat sich über die Jahre mega verändert und ich zeige euch heute, wie ihr die beste Grafik, die meisten FPS, die beste Auflösung und vor allem auch die beste Performance im ganzen Spiel bekommen könnt. Deswegen Leute, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben und alles nachzumachen, was ich zeige. Lasst ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke, indem ihr sie auf alle stellt, denn ich lade fast jeden Tag ein Video hoch und es wäre kranker Support, wenn ihr das macht. Und kurze Information, Freunde, hier sind mal ein paar Leute eingeblendet, die mein Creator Code benutzen. Wenn ihr auch mal in einem Video drin sein wollt, dann schickt mir Bilder auf Instagram oder Discord, wie ihr meinen Creator Code benutzt. Geht dazu einfach in den Itemshop rein und tragt dann dort den Code TimTubeYT ein. Es lohnt sich auf jeden Fall, denn ab nächsten Monat verschenke ich auch wieder sehr oft Sachen an meine Abonnenten. Danke an jeden, der es macht, Hashtag EpicPartner. Und dann würde ich mal sagen, starten wir direkt in das Video. Und ganz wichtig, Freunde, schickt das Video auch an alle Leute, die ihr kennt, denn dann kann ich auch ihnen helfen und ihnen auch zeigen, wie man mehr FPS bekommt. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr aufmerksam das komplette Video schaut, denn wenn ihr nur eine Sache nicht macht, die ich euch zeige, kann das schon Auswirkungen auf eure Performance haben. Zuallererst einmal sollte auf jeden Fall gesagt sein, dass man am besten Vollbild oder Vollbild im Fenster spielen sollte, denn diese beiden Modis geben am meisten FPS. V-Sync sollte auf jeden Fall aus sein, das ist ganz wichtig. Und bei Grenzwert der Bildfrequenz solltet ihr immer genau eins mehr einstellen, als euer Monitor Herz hat. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel einen 60 Hz Monitor habt, solltet ihr 120 einstellen. Wenn ihr einen 120 Monitor habt, dann 144 und so weiter. Bei Rendering-Modus kommen wir später nochmal dazu, denn da muss ich euch einige interessante Sachen zeigen. Blindheiten machen diese Season tatsächlich fast keinen Unterschied, denn in den letzten Seasons konnte man ja die Zone besser sehen und so weiter durch diese Grafik-Settings. Das hat Epic Games aber rausgenommen, das bedeutet, ihr habt keinen Vorteil mehr und das Ganze ist nur noch zum Aussehen gedacht. Kommen wir nun auf jeden Fall zu Bewegungsunschärfe und das ist mega wichtig, dass das aus ist. Denn wenn ihr das aktiviert habt, wird euer Game laggen, wenn ihr keinen so guten PC habt. Und das liegt daran, dass die Bewegungen, die euer Skin macht, unscharf werden. So Leute, ich bin auf jeden Fall jetzt in einem Parcours drin und wenn wir uns jetzt auf jeden Fall ganz schnell drehen, sollte man wahrscheinlich ein bisschen sehen können, dass die Bewegungen immer unschärfer werden und so ein bisschen in der Luft verschwimmen. Falls man das Ganze im Video nicht so gut erkennt, dann ist das komplett egal, denn ich denke mal, bei jedem von euch sollte das auch so der Fall sein, dass man das dann bei euch im Game erkennt. Wenn ich jetzt die Bewegungsunschärfe ausmache, dann sieht das Ganze auf jeden Fall nicht mehr so aus und die Bewegungen sind ein bisschen cleaner. Ich finde das auf jeden Fall so viel besser ohne und dann habt ihr auch bei weitem mehr FPS. Des Weiteren, wenn wir schon bei den Einstellungen sind, Leute, gehen wir mal ein bisschen weiter runter und ich zeige euch jetzt mal, wie man die meisten FPS aus Fortnite rausholen kann. Zuallererst einmal gibt es hier neue Settings seit dem neuen Chapter, zum Beispiel Anti-Aliasing und Super Resolution. Und da ist es ganz wichtig, dass ihr auf jeden Fall das auf ausstellt. Ich hatte das gerade hier auf komplett hoch, weil ich eben gerne mit guter Grafik spiele. Aber heute möchte ich euch ja zeigen, wie man die FPS steigert und nicht wie man das Aussehen steigert. Bei der Qualitätsvoreinstellung würde ich euch für die meisten FPS auch empfehlen, das Ganze auf niedrig zu stellen. Und dann auf jeden Fall die 3D Resolution hier auf 100% machen. Ich würde euch nicht empfehlen, das auf 50 oder so zu machen und der Grenzwert für ganz schlechte PCs sollte auf jeden Fall 83 sein. Denn wenn ihr 83% einstellt, habt ihr immer noch HD-Grafik, aber eben ein bisschen mehr FPS. Schatten sollten unbedingt aus sein, das Ganze werde ich euch auch mal kurz zeigen, Leute, indem ich hier anmache. Wenn man jetzt auf jeden Fall ganz genau hinschaut, erkennt man hier an den Füßen meiner Figur nach hinten einen Schatten. Das Ganze ist sogar in-game noch viel krasser und sozusagen wird eure Figur zweimal angezeigt. Das heißt, es wird auch doppelte Leistung benötigt. Wenn wir jetzt aber in die Einstellungen reingehen und dann die Schatten wieder komplett deaktivieren, dann seht ihr schon, ist diese Figur hier am Boden verschwunden und das bedeutet, eure Performance wird auch um einiges besser. Ich bin jetzt auf jeden Fall kurz in eine Runde reingegangen, um euch das Ganze besser zu zeigen. Und als nächstes, Leute, werden wir auf jeden Fall durch die kompletten näheren Grafik-Settings durchgehen, also durch die Effekte, Schatten, die Beleuchtung, Super-Aliasing und vieles mehr. Als allererstes gehen wir wieder in die Einstellungen rein und jetzt machen wir erstmal die globale Beleuchtung aus. Das ist einfach nur, dass es bei euch mehr leuchtet, das Spiel. Und Leute, wichtige Information noch, diese Einstellungen hier helfen zwar vielen Leuten, aber wenn euer PC oder eure Konsole so schlecht ist, dass man nichts mehr helfen kann, dann wundert euch auf jeden Fall nicht, wenn manche Sachen trotzdem nicht funktionieren. Beispielsweise wird es nicht klappen, wenn ihr beispielsweise einen 20 Jahre alten PC habt. Kommen wir nun auf jeden Fall zu Effekte, Post-Processing und den ganzen anderen Dingen. Texturen sollten auf jeden Fall auf Mittel circa sein. Die Betrachtungsdistanz bedeutet, wie weit ihr sehen könnt. Je höher das eingestellt ist, desto weiter weg könnt ihr auf jeden Fall Gegner sehen. Aber es tut eben auch eure FPS begrenzen. Ich würde das Ganze immer auf Mittel oder auf Weit einstellen. Bei Texturen würde ich auch Mittel einstellen, weil Texturen zu sehen schon wichtig ist. Automatisch runterladen macht ihr bitte alle aus.
Dann müsst ihr auf jeden Fall hochauflösende Texturen ausmachen. Und jetzt kommen wir zu einem der wichtigsten Dinge, nämlich zu den Effekten. Wenn ich auf jeden Fall die Effekte auf komplett hoch habe, Leute, dann zeige ich euch mal ganz kurz, was passiert. Zum Beispiel sieht man dieses Leuchten hier am Boden. Und genau solche Kleinigkeiten sind mit Effekte gemeint. Das Ganze ist eigentlich mega unnötig und nur dazu da, dass das Spiel noch schöner aussieht. Aber meiner Meinung nach ist das wirklich nicht nötig. Außerdem, was auch noch durch die Effekte gemacht wird, ist auf jeden Fall, dass diese Wände so wegspringen und so in einzelne Teile zerfliegen. Aber das ist meiner Meinung nach auch ein wenig unnötig. Und wenn ihr wirklich eure Grafikleistung steigern wollt, dann würde ich euch einfach nur empfehlen, in die Einstellungen zu gehen und dann die Effekte und das Post-Processing komplett auf niedrig zu machen. Kommen wir nun auf jeden Fall zu einer etwas anderen Einstellung und dazu gehen wir erstmal zu den normalen Zahnrad-Einstellungen. Dort scrollen wir dann auf jeden Fall ein bisschen runter zu Tutorial und die kontextabhängigen Tipps müsst ihr auf jeden Fall ausmachen. Danach gehen wir nochmal ein bisschen runter zu den Wiederholungen und da müsste es gerade bei euch genau so aussehen. Das macht ihr bitte alles wirklich auf aus, damit es genauso aussieht wie bei mir. Und das sollte auch nochmal helfen, eure Aufnahmen zu stoppen. Denn wenn im Hintergrund die ganze Zeit Fortnite-Wiederholungen aufnimmt, ist das sozusagen doppeltes Gameplay und euer Spiel wird mehr laggen als davor. Jetzt kommen wir schon zu einer der letzten Einstellungen. Und dazu gehen wir hier zum HUD. Und die Zahlen beim Schaden solltet ihr auf jeden Fall genau einstehen wie ich, also auch zusammengerechnet. Und bei HUD-Größe würde ich euch auf jeden Fall eine Größe von 60% bis höchstens 80% empfehlen. Denn ihr seht schon Leute, bei mir ist das komplett klein und ich habe richtig großes Blickfeld auf das Spiel. Ich kann hier gerade rumlaufen und sehe wirklich alles und ich habe gar keine Probleme, weil irgendein Inventarslot meinen Bildschirm verhindert. Ihr seht hier gerade bei mir im Gameplay, dass man damit super spielen kann. Und ich würde euch wirklich empfehlen, die kompletten Settings nachzumachen. Doch jetzt kommen wir zum Hauptthema des ganzen Videos. Nämlich dem allerbesten Trick, um eure Performance zu verbessern. Und das ist auf jeden Fall der Fortnite Performance Modus. Dazu gehen wir einfach in die Einstellungen rein und stellen dann hier oben statt DirectX 11 oder 12 das in der Mitte ein, nämlich Performance Mode. Den sollten auch schon viele von euch kennen, Leute, aber da gibt es noch gleich ein Geheimnis und das zeige ich euch jetzt. Zuallererst einmal müsst ihr das Ganze einstellen, wie ich es gerade gemacht habe. Und danach muss man auf jeden Fall das Spiel neu starten. So Leute, wir sind auf jeden Fall auf dem Desktop und jetzt müssen wir nach dem Spiel schließen erstmal den Epic Launcher öffnen. Wenn ihr dann auf jeden Fall hier im Epic Launcher drin seid, geht ihr dann auf eure Bibliothek. Dann sucht ihr da einfach Fortnite raus. Und wenn ihr dann auf jeden Fall Fortnite gefunden habt, klickt ihr einfach auf die Punkte rechts daneben. Dann hier auf Optionen und jetzt müsst ihr da auf jeden Fall diesen Haken entfernen, nämlich hochauflösende Texturen. Danach gehen wir zurück aufs Desktop und geben dann in der Suchleiste %temp%.